Jetzt aus dem Trigema Podcast Studio. Hier ist 1919, der Trigema Podcast. Eine Bad, eine Flur. Ein Bad, ja. Wohnzimmer. Also dann haben wir schon Schlafzimmer, Wohnzimmer, das Bad, Küche. Ja, genau. Was wir hier hören, ist Unterricht. Deutschunterricht, aber nicht an einer herkömmlichen Schule und auch nicht für Kinder, sondern für Mitarbeiter von Trigema, die unsere Sprache noch nicht so gut können und gerne Deutsch lernen wollen. Sprachintegration nennt man das. Und das bietet Trigema allen neuen Mitarbeitern an, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können. Zweimal in der Woche dürfen diese Mitarbeiter in die Volkshochschule gehen, wo diese Kurse angeboten werden. Und Bonita Grupp ist bei Trigema verantwortlich für das Personal. Frau Grupp, wie wichtig ist es denn für Trigema, dieses Thema Sprachintegration? Bei Trigema arbeiten über 30 verschiedene Nationen. Und bei so vielen Nationen ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns alle miteinander verständigen können. Deshalb setzen wir natürlich auch einen Schwerpunkt auf Deutsch, weil das natürlich unsere Unternehmenssprache ist und es auch wichtig ist, dass uns alle Mitarbeiter miteinander kommunizieren können und uns natürlich auch verstehen, Anweisungen verstehen und natürlich auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen sprechen können. Wer bezahlt die Kurse? Die Kurse werden von Trigema großteils finanziert, aber die Mitarbeiter leisten auch einen kleinen Beitrag dazu. Gab es denn schon Feedback der Teilnehmer? Macht denen das Spaß? Kommt da irgendwas zurück oder fühlen die, ist das eher lästig? Es ist so, dass wir die Sprachkurse auf freiwilliger Basis anbieten. Das heißt, wir verpflichten niemanden, daran teilzunehmen. Es war so, dass die Mitarbeiter auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sie würden gerne Deutschkurse wahrnehmen. Jedoch ist es schwierig mit den Arbeitsstunden, also das zu kombinieren, weil viele Kurse, die vom Land etc. angeboten werden, natürlich zu Zeiten stattfinden, die nicht mit den Arbeitszeiten übereinstimmen. Deshalb haben wir gesagt, wir würden Abendkurse anbieten, zusammen mit der VHS hier vor Ort. Und ja, also wir haben jetzt gemerkt, dass manche Mitarbeiter sagen, okay, es ist ihnen dann doch zu viel geworden. Das heißt, die haben dann nach ein, zwei Blöcken wieder abgebrochen. Aber viele sagen doch, sie finden es gut. Und man merkt auch, dass wir viele Mitarbeiter haben, die das wirklich auch sehr ernst nehmen und dort Fortschritte erzielen möchten. Wie lange dauert das denn so im Durchschnitt, bis ein Mitarbeiter so gut Deutsch sprechen kann, dass er sich verständigen kann? Gut, ich denke mal, das kommt auch immer drauf an. Man kann ja in Tests auch, sage ich mal, gut im Schreiben und Lesen abschneiden, aber vielleicht nicht so gut im Sprechen. Das kommt, denke ich, auch immer auf die Person drauf an. Das kommt vielleicht auch drauf an, woher der Mitarbeiter kommt. Also kommt er jetzt aus dem arabischen Raum, hat eher weniger Berührungspunkte mit europäischen Sprachen oder spricht vielleicht Italienisch oder andere Sprachen, die vielleicht ähnlicher sind der deutschen Sprache oder sprechen vielleicht auch Englisch. Deshalb denke ich, ist das nochmal abhängig, aber wir gehen davon aus, dass wenn jemand komplett neu anfängt, also Level A1 hat, dass es wahrscheinlich schon so circa 2 Jahre dauert. Ja. Es kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv die Kurse sind und wir bieten die Kurse aktuell ja 1 bis 2 Mal die Woche an, je nach Level. Und deshalb kommt es dann eben auch darauf an, wie da der Fortschritt dann sich gestaltet. Und natürlich auch, wie stark die Mitarbeiter natürlich dann auch selbst mitarbeiten, ja, weil sie müssen ja dann auch ihre Hausaufgaben machen müssen. Es kommt natürlich auch auf die Person drauf an. Wie wichtig Sprachintegration ist, darüber habe ich auch mit Annette Wittmann-Mautz gesprochen. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, Sprache ist der Schlüssel zu Integration, denn nur wer die Sprache spricht, kann verstehen, aber auch von anderen verstanden werden. Ist das, was Trigema hier macht, gelungene oder gelingende Integration? Ich finde, das Engagement, das Trigema mit der Unterstützung durch Sprachkurse leistet, wirklich vorbildlich. Denn hier übernimmt ein Arbeitgeber für seine Beschäftigten einen wichtigen Baustein, um sowohl kompetent zu sein im Betrieb, aber auch als Mitglied im Betrieb, Teil der Betriebsgemeinschaft sein zu können. Und es ist ein Engagement, das staatlicherseits nicht vorgesehen ist und deshalb freiwilliges Engagement, das den Zusammenhalt stärkt und die beruflichen Kompetenzen mit unterstützt. Deshalb herzlichen Dank an Trigema, dass Sie einen solchen Sprachförderkurs hier unterstützen.
Aber da ist Trigema hoffentlich keine Ausnahme. Wir haben bundesweit ein System, in dem zunächst einmal Integrationskurse öffentlich und staatlich finanziert geflüchteten Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben oder Asylbewerber sind, die aus Herkunftsländern stammen, die zwar keine gute Bleibeperspektive haben, aber keine sicheren Herkunftsländer sind, auch angeboten wird. Aber es gibt eben auch Menschen, die die Voraussetzungen dafür nicht erfüllen oder die sich schwer tun, ein Angebot vor Ort zu finden. Und deshalb ist es klug, wenn der Lernort für die Sprache möglichst nah am Arbeitsort ist und wenn man sich schon aus dem Betrieb gut kennt, dann auch gemeinsam in der Freizeit die Sprache zu lernen, ist eine sehr, sehr gute Kombination. Und vor allen Dingen, eines ist wichtig, wenn man weiß, wofür man die Sprache lernt, ist die Motivation am größten. Und da die Betroffenen und die Beteiligten hier im Kurs wissen, der ist so ausgelegt, dass ich meine sprachliche Kompetenz auch im Betrieb und mit den Kolleginnen und Kollegen sehr gut gebrauchen kann, ist die Motivation auch entsprechend hoch. Hamid ist bei mir, er kommt aus Pakistan, ist bei uns für die Wartung der Maschinen zuständig und hat bei Trigema Deutsch gelernt. Als du aus Pakistan kamst, konntest du da schon Deutsch? Ich habe gelernt nur in Deutschland. Wie lange hat das gedauert, dass du von deiner Ankunft hier bis zum heutigen Tag so gut Deutsch sprechen kannst? Nach dem Trigema-Arbeit. Dann mit Leuten geredet, bisschen gelernt und jetzt im Trigema Deutschkurs machen. Und jetzt ist es gut besser. Wie lange ist das schon her? Also seit wann bist du hier? In Deutschland schon 5 Jahre. 2015 bin ich gekommen in Deutschland. Und Trigema-Arbeit 2017 war ich Anfang. Okay. 2. März. Und das macht Spaß, der Deutschkurs? Ja, gut, sehr gut. Ja, man lernt ja auch was, das hört man ja. Wie war denn deine erste Zeit in Deutschland, als du hierher kamst und noch nicht Deutsch sprechen konntest, gut Deutsch sprechen konntest? Ist das schwierig dann gewesen? War sehr schwierig, weil wir sind brauchen dann immer Dolmetscher. Ja. Wann was wir fragen oder wir sagen nur mit Hand ein bisschen was sagen und jemand verstehen, dann gut. Oder nicht verstehen, dann brauchen wir einen Dolmetscher. Das brauchst du heute nicht mehr. Ich brauche nicht. Wie geht's dir jetzt in Deutschland? Ja, gut, sehr gut. Mit den Kollegen klappt alles wunderbar? Ja, sehr gut. Alle freundlich. Sehr schön. Ja. In welcher Sprache träumt man, wenn man sich so intensiv mit Deutsch und mit der eigenen Sprache beschäftigt? Wir sind gelernt in Pakistan Englisch. Ah. Unsere zweite Sprache Englisch. Und für uns Deutsch ganz anderes. Ja, deswegen war schwer, aber jetzt gut. Und nachts in den Träumen ist es Englisch, Deutsch? Ja, ich war Anfang, wann ich habe ein bisschen gelernt Deutsch und dann ich halbe Englisch reden und halbe Deutsch. Okay. Und dann, aber unsere Kollegen war verstehen ein bisschen. Ja. Okay, Hamid, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Integration gehört bei Trigema eben auch dazu. Und auch Mitarbeiter, die noch nicht lange in Deutschland sind und noch nicht so gut unsere Sprache sprechen, gehören zur Trigema-Betriebsfamilie. Sie werden genauso unterstützt wie alle anderen Mitarbeiter, denn nicht umsonst heißt es bei uns Trigema, die Marke mit Verantwortung. Bis zum nächsten Mal in 3 Wochen. Dann sprechen wir mit Elisabeth Krupp.